Herzlichen Dank für die Einladung. Ich werde versuchen, mich wirklich kurz zu fassen. Ich war annonciert oder ich war gebeten worden, 10 Minuten zu sprechen. Vielleicht wären es 11. Ich habe ganz wenige Folien gemacht. Ich werde viel erzählen, viel plaudern aus der Praxis. Ganz kurz zuvor, das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung ist ein Leibniz-Institut und hat zwei Aufgaben. Das eine ist, eigene Forschung zu betreiben. Forschung im Sinne, wie lernen Erwachsene? Was ist die Weiterbildungslandschaft in Deutschland? Sie kennen sicherlich zumindest die Volkshochschulen, von denen es viele gibt, aber daneben gibt es noch viele weitere Trägereinrichtungen. Wir beforschen die Angebote, wir beforschen das Nutzungsverhalten in dieser Weiterbildungslandschaft. Und neben diesem Forschungsaspekt hat das Institut auch einen sogenannten Dienstleistungsaspekt. Will sagen, wir machen genau das, was Thema dieser Tagung hier ist. Wir versorgen die Forschenden, derer gibt es wenige an den Universitäten. Wir versorgen die Praktiker, derer gibt es ganz, ganz viele, in die Hunderttausende geht es in diesen Weiterbildungseinrichtungen. Und wir versorgen die politischen Entscheidungsträger mit Grundlagen darüber, wie könnte Weiterbildung in den künftigen Jahren aussehen, welche Stellschrauben sind zu drehen oder zu bewegen. Diese beiden Aspekte, also das ist das Handlungsfeld unseres Institutes. Eine weitere Vorbemerkung, das hat auch was zu tun mit dem hiesigen Thema, selbstredend. Die Erwachsenenbildung als Teil der Erziehungswissenschaften ist traditionell sehr buchaffin. Will sagen, es geht um den Text, es geht weniger um Forschungsdaten, es geht weniger um Zahlen, die in Forschungsdatenbanken ausgespielt werden. Und dieses Verhältnis zum Text und zum Buch beeinflusst natürlich auch die Motivation oder die relativ geringe Motivation in unserer Disziplin über Open Access nachzudenken. Daher werde ich jetzt mit Ihnen sozusagen kurz zurückgehen, was ist in den letzten Jahren passiert und was haben wir als Institut uns auf die Agenda geschrieben, um dieses Verhalten, dieses Publikationsverhalten in Richtung Open Access zu bewegen. Ich sagte es, als Leibniz-Institut sind wir Teil der Open Access-Initiative der Leibniz-Gemeinschaft, die es seit 2007, 2008 gibt. Und wir verstehen uns dabei als ein ganz wichtiger, zentraler Akteur. Gleichwohl das Deutsche Institut für Erwachsenenbildung agiert bundesweit. Und wie ich sagte einführend, wir verstehen uns eben als diese Vermittlungsinstanz für Forschung und Dienstleistung in dem Feld. Dabei, wie ich auch gerade sagte, arbeiten wir ganz intensiv daran, ein Bewusstsein für Open Access zu schaffen. Also unsere Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, als auch die Praktikerinnen und Praktiker wegzukriegen von dem klassischen Buch, das man entweder im Buchladen kauft oder das man sich runterlädt hin zu richtig guten Open Access Repositorien. Dabei geht es, das können Sie sich denken oder die Erfahrung haben Sie alle selber gemacht, darum eine Infrastruktur zu generieren, die technologisch innovativ ist, die ansprechend ist, die funktional ist. Dabei geht es darum, die richtigen Formate zu entwickeln, entsprechend den Bedarfen der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ist es ein Kurztext, ist es ein langer Text, ist es ein aktueller Text, ist das ein Text, der ein halbes Jahr liegen bleiben kann? Für wen ist dieser Text eigentlich gedacht im Sinne einer Zielgruppe? Da muss man dann ganz konkret über die Formate nachdenken. Die Formate brauchen einen entsprechenden Kanal. Mache ich das über den Buchhandel, mache ich das über Direktendkundenbetreuung, mache ich es über Internet, mache ich es über den Buchhandel etc. Da gibt es viele Kanäle, das wissen Sie. Und wenn ich das Ganze finanzieren will, brauche ich ein Geschäftsmodell. Wenn ich eine Medienpartnerschaft mit kommerziell agierenden Verlagen habe, dann muss ich ein Geschäftsmodell schaffen. Wenn ich Open Access Gold haben will, dann muss ich die Finanzierung beschaffen. Das wären in unserem Fall öffentliche Gelder. Wir haben bereits 1998 angefangen mit einer ersten Arbeitsgruppe und da waren wir, das sage ich recht stolz, in dem ganzen Feld der Pädagogik und Erziehungswissenschaften als einer der ersten Akteure, die über Open Access nachgedacht haben und haben uns damals gesagt, wir haben einen guten Verlag, mit dem wir zusammenarbeiten, der vertreibt unsere Produkte, unsere Bücher, unsere Ratgeber, Handbücher, Lehrbücher und Forschungsergebnisse als Buch auf dem Buchmarkt, aber es muss andere Kanäle geben, sodass wir unsere Zielgruppen erreichen und damals mit dem Aufkommen von ersten Open Access Modellen, mit der Nutzung des Internet, mit den PDFs und der Download-Funktion haben wir damals angefangen, bestimmte Textformate, die kennen Sie alle, das sind Forschungsberichte, das sind Working Papers, ins Internet zu stellen. Und wir haben so eine ganz banale Rubrik gegründet oder ein ganz normales Label gegründet, das hieß damals Texte Online.
wenn ich heute darüber nachdenke, 14, 15 Jahre später, gut, könnte man damals anders machen können. Wir sind heute noch auf der Suche nach kreativen, nach ansprechenden Namen. Das waren, wie gesagt, das war einfach eine Sammlung aller Publikationen, die irgendwie, die konnten wir online veröffentlichen. Und jetzt sehen Sie hier, ich spiele mit dem Modalverb können und sollen. Das war damals so eine Entscheidung. Was ist online? Das ist das, was nicht ins Buch passt. Was ist online? Das ist das, was nicht verkäuflich ist. Was ist online? Das ist irgendwie, es gab so bestimmte Auswahlkriterien, die zum einen negativ besetzt waren, zum anderen kann man es auch positiv wenden. Die schnellen Texte, die aktuell zu veröffentlichen Texte, die gehen natürlich online. Da kann ich nicht 18 Monate warten, ehe ein Wissenschaftsverlag mir das aufbereitet hat. Oder aber, wenn es ein Text ist, der kostenfrei sein soll, wo ich weiß, es gibt eine Zielgruppe dort draußen, der hat kein Geld oder der möchte kein Geld ausgeben, dann muss ich das kostenfrei zur Verfügung stellen. Also sozusagen Kriterien positiv online, positiv oder negativ, um Open Access zu entwickeln. Wir haben dann recht zeitig mit unserem damaligen Medienpartner einen grünen Weg geschaffen, wo wir viele, heute sagen wir Postprints, von Zeitschriften, sukzessive auch von Buchmanuskripten, nach 5 Jahren dann Open Access gestellt haben. Der Verlag hat gesagt, okay, das Produkt verkaufen wir nicht mehr, wir listen es aus, wir geben euch die Druckfahnen zurück oder die Druck-PDFs und wir haben es als ein ganz banales PDF im Netz zur Verfügung gestellt. Haben aber interessanterweise trotz des Alters dieser mancher Produkte, 2004, 2003, 1999, unglaublich hohe Downloadzahlen, also auch für ältere Produkte, die man im Buchladen entweder nicht mehr verfügbar hat oder wo man sagt, dafür würde ich eigentlich kein Geld mehr ausgeben. Trotzdem gibt es so einen Bedarf in der Community zu sagen, das ist geronnenes Wissen, da hat man damals ein Buch gemacht, das ist nicht mehr lieferbar, ich lade es mir jetzt mal runter, um an den Inhalt ranzukommen. Im Jahr 2010 haben wir erstmals einen Pilot gemacht, das war ein Testballon, auf das wir damals relativ stolz waren. Wir haben ein Wörterbuch zu unserer Disziplin schreiben lassen, ein wirklich sozusagen kanonisches Werk, Wörterbuch Erwachsenenpädagogik. Und das haben das mit einem damals anderen Verlag veröffentlicht, und zwar auf dem sogenannten hybriden Weg. Das heißt, der Verlag hat das komplett online gestellt. Jeden Eintrag dieses Wörterbuchs ist bis heute auf UTB downloadbar. Und der Verlag hat es gleichzeitig als ein fast 40 Euro teures Wörterbuch verkauft. Mit erstaunlichem Erfolg. Dieses Wörterbuch ist sehr gut gelaufen. Wir haben es über 1300 Mal verkauft, während gleichzeitig der gesamte Content dieses Wörterbuchs online statt. Das hat was mit dem Charakter des Wörterbuchs zu tun, mit dem Nutzungsverhalten einem Wörterbuch gegenüber. Das funktioniert freilich nicht bei jedem Produkt. Vor zweieinhalb Jahren, 2011, haben wir angefangen, unser gutes altes Format Texte online auszudifferenzieren, weil wir gemerkt haben, das klingt so ein bisschen wie Rudis Resterampe, da hat man alles reingestellt, was nicht zum Buch taugte. Und wir haben gesagt, okay, der Qualitätsanspruch von Open Access muss bei Open Access liegen. Das darf nicht mehr der Rest sein, der nicht anders zu veröffentlichen ist, sondern wir müssen darüber nachdenken, diesen Container, diese Sammlung von bunten Formaten auszudifferenzieren und haben dann 1, 2, 3, 4 Formate geschaffen, die wir in eigenen Reihen ins Netz gestellt haben. Nach wie vor im schlichten, einfachen PDF-Download. 2011 im selben Jahr haben wir mit unserem Medienpartner dann die Webseite des Verlags überarbeitet. Es gibt ein Zeitschriftenportal zu unseren beiden Zeitschriften, das sind 2 Fachzeitschriften. Es gibt ein sehr ansprechendes Buchportal, wo die Buchreihen veröffentlicht werden. Und der Verlag hat in der Zwischenzeit dann angefangen, E-Book-Formate zu entwickeln auf EPUB-Basis. Und wir haben die Embargo-Fristen neu definiert, sodass wir deren Inhalte auf unserer Seite präsentieren können und der Verlag selber dann zu bestimmten Zeiten die Inhalte kostenfrei zur Verfügung stellt. Ganz kurz, ganz wenige Zahlen, ich will sie gar nicht weiter belästigen, weil mir diese vielen Nullen bei den vielen Download- und Klickzahlen in der Regel nicht so viel sagt. Das sind nur 2 Zahlenspiele. Angefangen 2001 haben wir die erste Evaluation gemacht mit für uns erstaunlichen Downloadzahlen in einer recht kleinen Disziplin der Erwachsenenbildung. Innerhalb von 6, 7 Jahren hat sich das vervielfacht und wir haben gesagt, okay, hier ist ein genuines Interesse da, das müssen wir bedienen. Daher dann auch 2010, 11 diese Rekonfiguration dieser Angebote. Das eigene Format, Texte online, das macht immerhin 50% der Downloads aus. Ich sagte Ihnen vorhin, wir haben diese Postprints, also diese nicht mehr lieferbaren Produkte des Verlages auf unsere Seite mitgestellt, aber die eigenen, die hausgemachten Produkte machen nach wie vor 50% dessen aus, was in der Community
gefragt ist. Und über unser Wörterbuch, ich sprach davon, tolle Verkaufszahlen für uns damals und nach wie vor sehr hohe Downloadzahlen. Drei Formate, ungefähr unsere drei Säulen, wie der Verlag, der gerade vor mir referieren durfte. Ich habe das mal visualisiert, bei mir sind es nur noch zwei Säulen. Auf der linken Seite für Sie ist die Printachse, Bücher, Zeitschriften. Auf der rechten Seite das Online-Format, ausdifferenziert in drei Formate, das lief über Open Access ein. Es gibt noch einen Farbcode, das Goldene hier unten ist sozusagen kostenfrei, das Rote ist kostenpflichtig. Wir haben das ausdifferenziert, jetzt wird es ganz wild, 2011-12 und haben, und das ist das Wichtige eigentlich in unserer Geschichte, ein neues Online-Format für Bücher eingeführt. Wir haben also mit unserem Verlag uns Gedanken gemacht, es gibt diese Printbücher in vier Buchreihen, es gibt geprintete, gedruckte Zeitschriften, es gibt dazu die PDFs, die man sich runterladen kann, es gab dann so später die EPUB-Formate. Aber was ist, wenn ein Autor das Bedürfnis hat, komplett Open Access zu publizieren, ein Buch zu publizieren? Und dafür haben wir diese Buch-Online-Formate sozusagen geschaffen. Die sind bei uns abgeleitet aus den vier Buchreihen, über die ich jetzt nicht weiter reden will. Und die gibt es halt nur als PDF, als EPUB. Und wenn dann irgendjemand in der Community da draußen was Gedrucktes haben will, dann gibt es natürlich Print on Demand. Aber das war erstmal die Umstellung oder unsere gemeinsame strategische Überlegung mit dem Verlag. Es gibt dieses neue Bedürfnis, es gibt unser strategisches Interesse, Open Access anzubieten. Und hier ist ein Format, das wir der Community anbieten. Jetzt wollen Sie noch wissen, wie erfolgreich das ist. Es ging um Evaluation. Ich muss sagen, wir haben bisher nur drei solche Bücher gemacht in den letzten zweieinhalb Jahren. Das hat wieder was mit der Affinität unserer Autoren, nicht so sehr der Leser, sondern der Affinität der Autoren für das gute Buch zu tun. Meine Vorrednerin sagt es, die Autoren wollen was in der Hand haben. Und am Ende so ein A4-Buch ist nicht so attraktiv wie ein richtiges Buchformat. Und wer bezahlt das Ganze? Mein Institut mit öffentlichen Mitteln oder bringt ein Autor, ein Pädagoge, der kommt nicht mit Geld in den Verlag und sagt, ich möchte ein Open Access Produkt haben. Wenn er Geld mitbringt, dann ist es ein Druckkostenzuschuss für ein schön gemachtes Buch. Und wir investieren sehr viel ins Lektorat im Übrigen. Insofern, die Erfolgsgeschichte wird hoffentlich noch zum Erfolg, wenn wir unser Geschäftsmodell optimieren, wenn wir weitere öffentliche Gelder anwerben können, um diese neue Buchstrecke Buch Online als Open Access Produkt besser platzieren können. Weitere Trends in der Diskussion. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Wir hätten jetzt noch Zeit für eine Frage. Ihre Zusammenarbeit mit UTB, dieses neue Buchformat, ist das jetzt in Zusammenarbeit mit UTB entstanden oder haben Sie das selbst gemacht überhaupt? Wie sieht die Zusammenarbeit mit UTB jetzt aus? Es gibt einen Verlag, der in der UTB-Gruppe ist, das ist Klinkhardt, mit dem wir damals dieses Wörterbuch gemacht haben und das war eine einmalige Geschichte. Also UTB hat ein bisschen dran verdient, der war ganz zufrieden, aber das wird für uns keine Perspektive haben, diese hybriden Modelle auf der Weise weiterzupflegen. Wir gehen dann halt in diese wirklich klare Entscheidung, das ist Open Access mit einer Print-on-Demand-Fassung oder das ist ein Buch mit der Möglichkeit von EPUB, wie Sie sagten, in verschiedenen mobilen Endformaten das auszuspielen oder aber dem klassischen Buchhandelsvertrieb. Ja, wir haben die Erfahrung gemacht, am Ende brauchen wir die Verlage. Es geht nicht ganz ohne. Es gibt ein bestimmtes Kompetenzpotenzial, das wir als öffentliche Institution einfach nicht haben. Insofern nicht nur das Marketing, der Vertrieb, diese ganzen Listungen in den Barsortimenten, der internationale Buchvertrieb, auch für deutschsprachige pädagogische Literatur ist notwendig. Insofern, das kann ein öffentliches Institut nicht alleine schaffen.